Herzlich willkommen zurück zu Fallout London. Wir haben beim letzten Mal ja aufgehört und ja, ich weiß ein bisschen weiter, will Lara. aber erstmal ein paar Sachen ansprechen. Dismissed. Und zwar, das erste, was wir ansprechen, ist, diese Quest hier ist für den Arsch. Die soll richtig umfangreich und sehr verwirrend sein. Und ich habe mir einen Guide durchgelesen, ich habe mir nicht alles gemerkt, das ist bei mir jetzt auch schon mehr ein paar Wochen her, muss ich ehrlich sagen. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das zweite ist, von mir aus gesehen ist gerade der 21.10. Das heißt, es dauert noch ungefähr einen Monat, bis Stalker 2 rauskommt. Bis dahin will ich nicht unbedingt mit Fallout London fertig sein, aber zumindest genug aufgenommen haben und vielleicht auch ein bisschen mehr von der Story. Und entsprechend machen wir jetzt die Quest und dann werden wir uns in den nächsten Folgen mehr um die Hauptstory kümmern. Und wo findet man jetzt hier die Zugangskarte? Das hier unten ist ein echter Ghoul. Check every orifice. Da muss auch erstmal drauf kommen, ich weiß. Und wie gesagt, da drin soll es noch schlimmer werden. Es könnte sein, dass wir vielleicht cheaten. Aber wir gucken erstmal, ne? Weil kann ja sein, dass wir es auch ohne schaffen. Aber ich habe mir das durchgelesen und die Quest ist wohl komplett Fallout-untypisch. Sodass sehr viele Leute sehr verwirrt waren. Ja. Aber wie gesagt, wir gucken es uns an. So, und Entschuldigung, ich habe immer noch Schnupfen. Ich werde jetzt irgendwie nicht los. Aber irgendwann. Hör Gekrabbel. Das hatte ich nämlich gelesen. Das hätte man jetzt ja am Monitor gelernt, dass man irgendwie darauf schießen muss oder so. Oder dass das ab und an mal so komische Sachen hat. Das wird jetzt übersprungen, ne? Aber das Problem ist, wie gesagt, bei mir ist das auch schon eine Weile her. Ich kann mich an echt nicht viel mehr erinnern. Das heißt, es kann zwischendurch sein, dass ich mal Pause mache und und ich mich doch nochmal einlese, falls wir irgendwo stuck sein sollten. So grob, so ein paar Stichpunkte habe ich noch im Kopf. Aber wir gucken mal. Wie viel Money haben wir eigentlich für die Schrot? Ah, genug. Es kommen hier wohl auch noch irgendwelche Schwimmpassagen und so weiter und das soll alles ein bisschen cursed sein. Das klingt so nach einer Mission, die ich definitiv mich durchgecheatet hätte, wenn ich das jetzt außerhalb der Aufnahme spielen würde. Aber wir probieren es erstmal, ne? Wie gesagt. Nicht verzagen. Maugrim muss es ertragen oder so. Hier geht es theoretisch auch hoch. Cryos Terminal. Was für ein Terminal? Ja, ansonsten, wie gesagt, ich muss auch ehrlich sagen, mich interessiert zurzeit auch mehr die Hauptquest hier im Spiel, wie die so weitergeführt wird. Ach, hier ist ein Terminal. Toll, meine Begleitung ist hier. Okay. Gucken wir mal. Loads. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen, wie das funktioniert. Mir wurde sogar noch mal erklärt von Deadman. Wie war das? Exakte Reihenfolge oder so? Och Mann, ich weiß es nicht mehr. Stark.
Gates. Clubs. Alone. Ops. Hours. Auch nicht. Okay, dann können wir jetzt einmal hier Klammern suchen. Und finden keine, oder was wird das hier? Irgendwie ist mein Mikro heute weiter weg als sonst. Oder ich sitze weiter weg, keine Ahnung. Da ist eine, da ist eine. Ah, guck mal, da haben wir jetzt einmal aufgefüllt. Ich gebe auch zu, ich bin heute ein bisschen unkonzentriert. Es ist auch ein bisschen spät. Aber ich bin auch sonst unkonzentriert. Okay, was hatten wir jetzt alles genommen? Loads, Shops und Hours hatten wir schon genommen. Dark Room Gates. So viel Auswahl war jetzt zum Glück nicht mehr. Okay. Cannot initiate unlock commands. The feeder's analysis super either on standby on begin feeder operation. Was ist ein Feeder hier? Ach, das ist der Feeder. You don't have the required item. Okay. Ich glaube, hier ist es nicht. Geh mal die Leiter hoch. Ah! Die habe ich jetzt repariert. Ich habe nochmal nachgeguckt und was übersehen, ich habe keine Ahnung. Überfliegt das immer nur. Jetzt könnte man sagen, okay, es wäre schlauer, einmal alles zu lesen. Aber ich werde trotzdem die Chance haben, vielleicht ein bisschen was zu entdecken. Ja. Ich stehe irgendwas davon, dass hier irgendwelche Data Cores rumliegen sollen. Ja, keine Ahnung wo. Hallo? Das ist extrem creepy. Was ist ein Data Core? Aha. Data Container. Ah, das ist ein Data Container. Okay, habe ich verstanden. Okay. Also ich habe den Guide jetzt auf dem Handy, aber... Kannst du mal aufhören? Erstens,
Erstens macht mich das kürre, weil ich nicht weiß, was die da oben veranstaltet. Ah, hier ist noch einer. So, und das können wir jetzt in den Fieder hauen. Ah, ja, da sind die drei, die wir brauchen. Ja, habe ich verstanden. Und jetzt Terminal. Ach, da ist noch ein funktionierendes Terminal. So, ja. National Systems. Back. Error, Auto-Response. Run Analysis. Please wait. 3 von 3, no systems detected. Manuell. Ja, hab ich verstanden. 1-3 into the feeder, the option to analyze will appear, the system will have detected the proper installation, okay. Hä? Das hatte ich gerade schon. Enough data available. Run analysis. Ja, das haben wir jetzt gemacht, oder nicht? Okay, sieht gut aus. Recorded Period 99 plus Jahre, Last Recorded Period 6,97 Tage. Okay. Boah, endlich. Aber das hier sind doch nicht die Tommies, oder? Die sie hier reingeschickt haben, weil die sind doch viel älter. Okay. Wir brauchen eine ID-Karte.
Ansonsten nicht auf die Tische gucken. Bin ich zu klein. Aha. Ah! Oh, ist schon die ID-Karte. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, das ist gut. Hätte man bestimmt wieder am Wein, dass ich die Hälfte am guten Zeug irgendwie liegen lasse. Ah, hier brauche ich Security Level 2. Okay. Das war jetzt, glaube ich, gerade erst Security Level 1. Irgendwas ist hier aber, weil das Hidden Ding oben... Ich hasse dich. Komm doch mit. Okay. Eigentlich schon gesagt, dass ich eigentlich immer eine Angsthase bin. Kira extrem gruselig ist mit der Maske, aber fühle die trotzdem. Hab die ja auch auf. Ich nehme jetzt mal meine Sicherheitsschrotflinte. Sieht aus, als müsste ich es reparieren, aber ich kann damit nicht interagieren. Jetzt? Warte mal. Okay. Ich guck mal fix nach. Aber ich pausiere jetzt mal nicht, weil ich glaube, hab das... Also wenn mein Handy mitmacht, kann ich das fix lesen. Genau, das haben wir gemacht. Ich bin verwirrt. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich die zweite... Steht hier leider in dem Guide auch nicht, wo ich jetzt die zweite... Oh, man kann ja auch hier zumachen. Gut zu wissen. Das war jetzt ungewollt. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Muss uns gleich doch pausieren, wenn ich... Hier ist die erste Karte. War nix, ne? Na doch, hier habe ich das Öl und so mitgehen lassen. Mal, also ich hätte jetzt gesagt, von der Gameplay-Perspektive, ne? Würde man jetzt halt mit der Karte, speichern mal.
hierher kommen. Tür aufmachen, Kira ist auch da und schleicht irgendwie durch die Gegend. Macht hier die Karte, die Tür auf. Und hier drin würde ich dann die nächste Keycard finden. So. Ach, da ist er auch. Ich bin nur blind. Okay, perfekt. Hasse sowas, ne? Ich hasse dieses nach kleinen Sachen suchen, die nicht so richtig hervorgehoben sind. Okay. Mach mal auf die Botze hier. Und wir fangen rechts an. Detected? So. Ich hoffe halt, dass wir das in einem Porsche. Da ist noch einer. Wo willst denn du hin? Ja, pack mal den Flammenwerfer aus. Gut so. So. So passend nicht durch die Löcher fallen. Schön umgucken. Die gerade runtergejumpt oder ist sie rübergejumpt? So, und wir sind drin. Und hier gibt's. Hier sind wohl die Überlebenden. Ja. Der hat eine besondere Schrotflinte. Die sind alle tot, super. Ja, hübsche Schrotflinte. Wer hat da. He who dares, remember, this is hooligan country. Shoot everything that moves. Okay, wie gut ist die? Die benutze ich. 77, mehr Schaden gegen Ghule. 77. Und nicht mehr. Okay, also unbeeindruckend. Alles klar, bleiben wir bei unserer Schrotflinte. Die macht wenigstens mehr Schaden gegen Ghule. Oh. Neues Lied. Don't be afraid to ask for. Oh, Shotgun-Shells sind immer gut. Ein. Medical Documents, John's Terminal ist mir, ehrlich gesagt. Okay, also den Security Lockdown kann man irgendwo liften, aber an einem anderen Terminal. Okay, wir gucken mal fix, was die hier noch so rumliegen haben. Hier können wir alles einpacken. Ja, warum mal hier mit euch passiert ist und wie lange ist das bitte her? Also. Ja.
settles that. Okay. Ach du Kacke. Ich glaube, jetzt kommt das mit den komischen Tauch- und Wasserleveln und so ein Kram. Water corrosion is the bane of every treasure hunter. Okay, hier ist abgeschlossen. Genau, und hier muss ich jetzt mal gucken, weil... ich speichere mal kurz, wie das hier mit Strahlung aussieht. Nicht wenig. Dann würde ich tatsächlich mich einmal umziehen in den... Wo ich den Angel Helm... Achso, ich habe den Reinforced auf. Genau. Und zwar in den Hazmat Suits. Da ist eine Tür. Okay, kurze Pause. Da muss ich kurz nachgucken, weil bevor ich hier übelst verstrahlt werde. Hab vergessen, dass man ja auch Sauerstoff braucht. Hier ist auch Sauerstoff, das ist gut. Okay, also da drin soll die Karte sein. Da. Okay. Perfekt, dann haben wir das auch hinter uns. Alter, aber das findest du doch nie ohne Hilfe. Also ehrlich, ich habe mich hier tot gesucht. Ich hätte das niemals gefunden. Nicht in einer Million Jahren. Wäre ich viel zu ungeduldig und unaufmerksam für gewesen. Und wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der sich über die Quest aufregt. Es gibt einen ganzen Reddit-Eintrag dazu, der sich nur darüber aufregt. So, wir können es glaube ich wieder umziehen. Hoffentlich. Habe ich hier für einen? Warte mal. Da fehlt noch die Angel Fatigues.
Warte mal. Das Geräusch ist sehr nervig. Hier ist eine Leiter. Da muss ich runter. Ich hab einen besseren Hazmat-Suit. Was? Wo ist hier ein Breaker? Ach, da! Ich hab die doch gerade geöffnet. Ich glaube, das war ein Fehler. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach du Kacke! Gar nicht gut. Wieso ist so viele? Okay, wir wollen mal kurz ein bisschen heilen hier. Ja, wir können noch ein Stimpack reinhauen. Guck mal, hier die ganze Ghule her.
sind das so viele? Warum sind das so viele Ghule? Schon. Ja, komm. Das war ja schon wieder viel zu stressig hier. So. Okay, perfekt. Dann muss ich jetzt nur noch mich wieder erinnern, wo zur Hölle man diese Quest nochmal abgeben musste. Ich glaube in Camden, oder? Wackelt das jetzt die ganze Zeit? Ich hätte gern dein Rüstungszeug. Also ich hoffe, dass es gleich aufhört zu wackeln, weil... einfach alles zu lange her. Warte mal. Doch, das war doch hier, oder nicht? Hä? Okay, da. Escape. Ach Scheiße, was ist denn das jetzt wieder? Ich lad mal einmal neu. Einfach nur um den Timer zu sehen. Jetzt lassen wir den Timer mal runterlaufen. Spult gerne sonst vor.
Naja, gut, gucken wir mal. Ansonsten müssen wir da nochmal rein und gucken, ob man irgendwie noch was machen muss. Okay, ja, muss man wohl. So, dann würde ich das jetzt aber wahrscheinlich, weil wir nur noch 2 Minuten auf der Uhr machen, haben, würde ich das jetzt mit Cheats versuchen zu machen. TCL haben wir Noclip. Und Noclip lässt eigentlich auch die Gule alle stuck werden. Don't let them befuddle you, follower. Moment, ich bin verwirrt. Ja, warum kann ich mit der Fusebox nicht? Aber mir wurde gesagt, man kann hier mit der Fusebox interagieren und dann wird das entschärft. Aber das habe ich ja schon gemacht. Ja, super. Okay, ich pausiere mal. Ich gucke, ob ich eine Lösung finde. Okay, also, meine Quest ist wohl bugged, so wie ich es verstanden habe. Okay, ich muss mal raustappen. Ich muss mal hier OBS wieder aufmachen, damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. Und was wir jetzt machen, wir entscheiden, die Quest ist erledigt. Wir ignorieren die Scheiß-Quest. Also, ich bin ganz ehrlich, was soll die Kacke? Hat mir nichts gebracht, außer Schmerz und Trauma. Ihr habt es mal gesehen, wenn ihr sie machen wollt, viel Spaß. Ich würde sie empfehlen. Ich bin gerade wirklich angepisst, muss ich sagen. Ich würde, glaube ich, auch gleich die Folge beenden. Einfach nur, um erstmal wieder runterzukommen. Achso. Weil, nee, sorry. Die Quest geht gar nicht. Also. Nee. 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 Und nochmal, nee. Moment, TCL ist noch an. TCL. Sorry, aber die Quest ist so ein Bullshit. A, sie macht keinen Spaß. B, jetzt hat sie mir, jetzt ist sie am Ende auch noch verbuggt. Wo ich mir halt denke, geil. Warum? Okay. Das heißt, wir porten uns mal zum Trafalgar Square. Ja, schlechtes Quest-Design noch in euch. Naja, gut, ist halt so. Genau, und wir versuchen dann beim nächsten Mal, weil ich beende jetzt hier die Folge, wie gesagt, die Hauptquest ein bisschen weiterzumachen. Nur zum Klarstellen, dass ich jetzt sage, ich werde mich ein bisschen mehr auf die Hauptquest fokussieren. Heißt nicht, dass wir keine Nebenquests mehr machen werden, ne? Sondern es heißt einfach nur, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Hauptquest machen. Und dann gucken wir weiter, wie wir, was wir vielleicht noch für Nebenquests kriegen und so weiter und so fort. Also, lasst ein Like da für mein Leiden. Erzählt mir gerne, falls ihr selber die Quest gemacht habt, die bei euch geklappt hat. Die Quest kriegt online sehr viel Hass. Vor allem, wenn man überlegt, dass vor einem Monat wohl ein Entwickler dort gepostet hat, dass die nochmal überarbeitet wurde und jetzt einfacher zu lösen sein sollte. Also irgendwie sehe ich das nicht. Ja. Naja, gut. Genau, wir gucken uns dann hier beim nächsten Mal um. Und ich sag ciao.